So, meine lieben Freunde, es ist eine Schatze Werbung. So, so, liebe meine Freunde, willkommen zu diesem hier Anno Spiel. Ihr habt gerade nur ein schwarzes Bild, das weiß ich. Ich starte Anno direkt mal. Wo haben wir das? Hier Anno 1404. Jetzt habe ich ja noch das Falsche gestartet, scheiße. Naja, egal. Und jetzt möchte ich euch erstmal herzlich willkommen zu diesem einen weiteren Anno-Spiel. Anno-Stream. Bis zum zum ersten Anno-Stream. Von Anno 1404, wie ihr gesehen habt. Mit dem inoffiziellen Anno-Mod. Mit dem IRAM-Mod. Der richtig. Da hat richtig was drauf. So. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich die Siedler spiele. Dann habe ich da ein bisschen dies und das herumprobiert. Und dann habe ich performance-technisch leider irgendwie nicht hinbekommen. Was ja an sich ein Wunder ist. Alt 4. Also jetzt habt ihr vielleicht eventuell ein Bild gesehen hier von Anno. Bla bla bla. Ist nicht das Richtige. Außerdem ist auch kein. Ich habe ja Fenster. Ja, das kann ja nicht gar nicht sein. So. Ja, es dauert ein bisschen, bis ich wieder, ja, bis ich das Add-on Venedig mitgenommen habe. So. Spiel beenden. Wo ist hier? Add-on. Schließen wir das Fenster mal. Und dann hoffen wir mal, dass direkt was reinkommt. Bild, Bild, Bild. Bild, Bild. Beim ersten Mal hat es. Müsste auch nicht. Habt ihr Bild? Genau, so. Kurz bevor ich hier was vergesse, füge ich noch schon was hinzu. Eine Browser-Source existierende, ja, so. Dass ihr hier den Live-Chat habt. Und hoffentlich nicht so stört. Und dann werde ich nochmal kurz verschauen. Ich werde den neuen Fenster öffnen. So. Ibims, jetzt wird ja noch angeschrieben. Warte mal, ich hole jetzt einen Freund von mir, keine Ahnung, hinzu, Philipp Mack, Philipp. So. Jetzt gebe ich den Tagbauer. Und schreibe den, hey. Der hat sich, nicht gem... Der hat sich gemütet gerade. Gut. Also das Spiel läuft einmal frei flüssig. So, bei ihm dauert es schon ein kleines bisschen. Der spielt erstmal nicht mit. Naja, vielleicht holt es das Spiel, vielleicht kann ich auch übergehen, das Spiel zu holen. Aber wenn nicht, kaufe ich schon für ihn. Das sind 2-3 Euro oder so. Dann warten wir vielleicht auch noch kurz ab. Dann haben wir vielleicht noch einen weiteren Mitspieler. Nehmen wir den Fenstermodus da. So, dass ihr auch Kontrolle habt, was ihr jetzt genauso seht. Du wisst es, wie man hier aussieht. Dann würden wir hier ein Endlosspiel starten. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Dann passt das hier alles. Wartet. Ja, jetzt sind wir schon wieder so weit, dass wir hier kurz Spielerprofil. Dann nehmen wir mal das hier. Nicht Spiel laden. Spiel starten. Ja, jetzt klappt das. Nice. Nice. So. 3 Zuschauer. So. Ich muss noch kurz was machen. So.
Ich weiß jetzt, wie die Qualität ist, welche Qualität ich gerade streame. Ob das Spiel auch ganz flüssig läuft. Ja. So. Jetzt habe ich das Spiel schön umbenannt in Stream. So. Ja. Ja, Philipp. Ja. Naja, so Fenstermodus OBS. Da müsste ich jetzt nochmal schon einstellen, wie gut ja, der Chat ist. Wo ich ihn am besten hin tun sollte. Damit man auch alles sehr gut, gut erkennt. So, machen wir das Ding mal weg. Naja, so. Naja, mal schauen, was der Philipp sagt. Der mich eventuell hört. Naja, ja gut, hören natürlich über den Stream. Was denn sonst? Es sind live. Wie viele sind? Vier live, okay. Also ein bisschen langweilig oder so. Das soll, wenn ihr mal Stimme ein bisschen hört oder so. Der quietscht gerade ein bisschen. Ich habe ja auch nicht die perfekten Einstellungen. Ja, hier. Nicht perfekt alles auf 1 und 1 zu 1 gestellt, dass ihr nur meine Stimme hört. Ihr hört auch leicht Maustastatur, bla bla bla. Und anderen sonstigen. So, jetzt setzen wir erstmal die Segel. Hallöchen, Philipp! Wie bitte? Du verstehst gar nichts. Wenn du gar, hörst du mich, Philipp? Ah, jetzt stoppt sie mich an. Ja, er hört mich. Okay. Was war dann los, Philipp? Dann setzen wir uns hier auf diese Insel. Jetzt ist besser. An was? Ich hab's am PC eingesteckt. Alles klar. Also ich hab abonniert mit Bluetooth, dass du Partner da. Okay. Ist ein Headset? Ne, normale Kopfhörer von JBL. JBL kenne ich. Also ich glaube schon, dass du das kennst. Es ist Frage, wo ich setze ich den Chat hin in dem Stream. Philipp? Sollen wir zusammen Anno spielen? Das ist alles. Das, was ich gerade streame. Wir könnten zusammen streamen, wenn du möchtest. Was geht's da? Ja, ein Aufbauspiel. Wenn du es. Kostet ein paar Euro. Aber keine 4. Ist billiger als 4. Nee, ich guck mir das an. Den Stream guckst du dir an. Dann warte mal kurz ab, Philipp. So. Ich bin auch gleich wieder im Spiel dran, meine lieben Freunde. So. Und jetzt müsstest du was bekommen haben, Philipp. Über Steam. Und? Mach mal Steam auf. Du hast was bekommen.
das Spiel, das macht wirklich zu zweit mehr Bock als alleine. Ach, nichts. Geschenk annehmen, Geschenk abgeben. Was du möchtest. Du kannst es annehmen, wenn du möchtest. Du kannst es aber auch ablehnen, wenn du es nicht haben möchtest. Ist dem Geschenk gut angenommen? Da kannst du es ja installieren, wenn du möchtest, dann können wir spielen. Wie bitte? Glaubst du, was du machst? Ob das halt noch was wird? Je nachdem, wie schnell dein Internet ist, das Spiel sind 4-5 GB, weil du runterladen musst. Und ich spiele auch noch mit einer Modifikation, das sind auch nochmal 800-900 MB. Wie bitte? E-Beams. Black Black Yeah. Rocker. Ja, da, was spielt der Black? Rocker. Rocket League, okay. So. Was können wir denn jetzt als nächstes machen? Fisch anbauen wäre vielleicht auch mal ganz wichtig. Dazu bräuchten wir erstmal ein bisschen wieder Holz. Dann spülen wir das ein bisschen vor. So. Okay. Over ist doch besser als in ihr. Aber hier, ja. Ich habe auch Bluetooth-Kopfhörer. Kopfhörer. Die sind auch, ja, besser. Hast du aber hier, aber ihr Kopfhörer oder an ihr Kopfhörer? Over ihr. Gut. Kannst du Ohren decken, gell? Ja, habe ich auch. Ich mache dir mal ein Bild. Dann macht er mir ein Bild. Bestimmt über WhatsApp. Robot? Oder wo schickst du mir das Bild? Hört man mich eigentlich gut im Stream, Philipp? Läuft das Spiel flüssig? Philipp? Also, da ist das Bild. Sieht ganz nice aus. Wollte eigentlich diese Bose Kopfhörer, aber die sind halt schweineteuer. Meine Eltern haben auch gesagt, ich glaube, die sind zu teuer.
Die einen Bose-Kopfhörer da, die richtig geil. Große. Das, die Meine. für 329 Euro ungefähr. So, jetzt neue Gebäudeauswahl. Ah, wir können jetzt Apfelplantage bauen. Nice. Das nicht Benedikt auch. Das Spiel? Ich glaube nicht. Übrigens, Jonas hat auch Steam geholt. Welche? Dreimal darfst du raten. Lotti? Ja. Wie heißt der auf Steam? Allerdings hat er noch kein Spiel gekauft. So. Das macht er nur noch. Das macht er noch. Brocken. Wir machen noch Minus. Wir sollten schnell wieder Plus machen, ne? Dann spüre ich jetzt hier ein bisschen vor. Wieso werden die Waren nicht abgeholt? Jetzt kann die auch noch nicht kopiert werden. Also das ist ein Flussfischer, nein. Dann kann ich bei Heidi gucken. Ja, da kannst du mir erstmal zugucken, wer uns runterlädst. Ist ja auch schön, oder? Ach, und da guckst du halt, ey. Ja, das Spiel hat mir gestern geholfen. Hast du wieder 100 Gestern geholt? geholfen. Ja, und Level 13. Okay. Ein Zug. Ey, das 18 müsste ich mir auch noch kaufen. Und, übrigens, du leckst wieder ein bisschen. Dann besser Karte Heyday, das sind selber WLAN spielen wie Heyday. Okay. Oh, wir haben 5 Zuschauer. 5 Zuschauer, wow. Nice. Wir Einer. machen. Was ist Philipp? Ja, wenn mir jemand bestimmt irgendeine Axt kaufen, ob ich verkaufe sie ihm. Die Leute kenne ich auch. Ich verkaufe denen auch keine Axt. Ich schick die direkt wieder weg. Aber jetzt mache ich Plus. Ich bin im Plusbereich. Warte mal, ich muss noch Werkzeuge einstellen, dass ich Werkzeuge kaufe. So. Do you speak English? Oh, don't know. Can I speak English? Warte, was machen wir denn jetzt? Wir bauen einfach wieder noch mehr Bauernhäuser hin. Dass das Ganze so flüssig läuft. Das überrascht mich jetzt doch ein klein wenig. Ja gut, ich spiele gerade aber auch auf den niedrigsten Grafikeinstellungen. Wenn ihr jetzt hier kurz sehen wollt, Optionen. Ja.
bisschen Benutzerdifferenz, bisschen Texturen höher gestellt, damit es nicht so, ja, damit es ein bisschen wenig, ein klein wenig bisschen besser aussieht. Und die Sachen werden hier einfach nicht abgeholt. Oh, ich bin Level 13. So. Wir haben einen. Naja, so. Jetzt haben wir 10 Tonnen Werkzeuge mehr bekommen durch den netten Sultan aus dem Orient. Und wir werden hier mal wieder reinschauen. Was könnten wir können? Den bisschen die Apfelplantage dann ein bisschen was zum Trinken und ein bisschen Wolle haben. So. Anbauen. Dann bauen wir hier die Apfelplantage. So. Du brauchst Milch. Vielleicht habe ich das nicht so gut angepflanzt, aber es sieht fürs erste Mal ganz gut aus. So, Hallöchen. Dann bauen wir gleich eine zweite Plantage noch. So. Jetzt haben wir 24 Felder, das ist auch ganz gut. Und jetzt bauen wir Schafe. So. Wie bitte, Philipp? So ruhig. Wieso so ruhig? Ja, ich baue. Ja, ich bin ruhig, das weiß ich. Ich baue hier gerade so ein paar Schafe an. Damit wir hier. Jetzt habe ich ja wieder zwei. Danke, Philipp. Dir auch frohe Weihnachten. Wie bitte? Das ist jetzt noch gar nichts. Ich verstehe dich nicht so gut. Bist du leer aus? Na, ich weiß es nicht. Ich schick dir noch was. Du schickst mir noch was, okay. Goldochsen auch noch.
Pass auf. Philipp, kommst du? Kommst du am Silvester zu Niklas? Achso, das. Weiß ich nicht. Also, ich komme. Das weiß ich. Das weißt du nicht. Dann entscheide dich mal schnell. Also, Benedikt kann nicht. So, wie viel? Ich hab nichts gesagt. 4 Zuschauer. Wir schalten alles zu. So. Warten wir einfach noch ein paar mehr Häuser. Damit die Einnahmen in die Luft gehen. Geben wir das Holz frei. Stoffe bekommen sie auch. Glaube bekommen sie dann auch gleich. Besitz, Holz, ja. Essen sie als Fisch haben sie auch. Haben die auch. Also es fehlen eigentlich nur noch die zwei Gebäude. Dann kann ich die. Haben wir auch schon gleich wieder Bürger in unserer Stadt. So, jetzt brauchen wir nur noch 5. Ja, es geht schnell, wenn wir schon beschleunigen. So. Liest du dir das Spiel gerade runter, Philipp? 50%? Schon? So schnell? Bin ich ja gespannt. Dann, du weißt ungefähr, wie das Spiel geht? Wie bitte? Da baust du halt einfach was auf. So ein Aufbauspiel halt. Ja. Sonst hätte ich sie ja nicht gekauft, Philipp. Und den Jonas bringe ich auch noch dazu, dass sich halt das Spiel kauft. Dann kommen wir zu dritt spielen. Das ist doch auch was. Das ist doch auch was, wenn man das zu dritt spielt. So, jetzt haben wir, jetzt bekommen wir 107 schon pro Minute. Nice. Da kommen schon wieder neue Sachen anpflanzen, aber das machen wir später. Also erstmal müssen wir kümmern, dass wir hier, jetzt gehen wir erstmal Werkzeuge einkaufen, denn Holz haben wir ja genügend. Spulen wir das Spiel ein bisschen vor. Und kaufen uns die 20 Werkzeuge. Was? Jetzt habe ich ja noch verklickt. Jetzt haben wir eine Säge. Jetzt fahren wir wieder zu uns. Zu unserer Insel zurück, die ich hier, bis sich hier befindet. Jetzt kann man schon wieder ein paar Bauern aufsteigen lassen. Also, jetzt ist für. Und Philipp, das waren nur 3 Euro oder so für das Spiel. Geht noch. Turbo Truck Simulator im Angebot. Du kannst ja kaufen, wenn du möchtest. So. Ich sag jetzt zum Beispiel Rocket. Hat mich so geheilt, dass ich das. Okay, ja, Rocket ist schon ein ganz nice Spiel. Ja, deswegen, wenn ich ein Spiel kaufe, mir auch Spaß machen muss.
So an euch Leute da draußen, die den Stream noch schauen. Wenn ihr mit uns mitreden möchtet, dann lasst es mich einfach hier den Live-Chat wissen und schreibt es hin und dann bekommt ihr hier auch die ganzen anderen Sachen, bla bla bla, wie ihr hier zu uns kommt. Kannst ja reinschreiben, ist ja nicht kein Ding. Also, wenn ihr mit uns sprechen wollt, kommt einfach. Also, jetzt kann ich da nichts schreiben, hallo? Hallo? Ich hasse es, ich kann jetzt nichts, ich kann nichts schreiben, lol. Ich bin schon bei 22. Ja, so, dann kommt ihr hier auf diesen Teamspeak Server auf flatze.de. Ja, ja, Raphael. So. Bauen. Ich da mach den kurzen Weg durch. Dann auf der anderen Seite hier. So. So, Philipp, du bist jetzt Moderator von meinem Channel. Du darfst dir den ganzen Live-Chat moderieren, wenn du Lust drauf hast. Der Stein wird auch gut abgebaut. Ja, ist ein Söder vorkommen. Und produzieren wir genügend Glaube fehlt. Schon wieder die Kirche. So, da haben wir die Kirche. Und da sehen wir hier eine Kirche noch. Und dann fehlt schon wieder natürlich das Gasthaus. Ja. So. Oh. Einfach diese Kopfhörer drücken. Oh. Ich liebe mich. Aber ich habe schon wieder keine Werkzeuge. Müssen wieder kaufen gehen. Und bin jetzt fast bei 90%. Auch gut. Dann kaufen wir da uns ein bisschen Werkzeug ein und dann fahren wir nochmal zu den anderen Ländern hin und kaufen da auch noch die ganzen das Werkzeug ab. Also dann fahren wir jetzt mal hier nach unten zum Orient. So. Ein bisschen das Spiel beschleunigen, damit das Schiff hier schneller unten ist. So, da müsste jetzt Andi auch gleich kommen. Und jetzt, jetzt kaufen wir erstmal die Werkzeuge ein. Und dann fahren wir nach Klein Venedig. Und kaufen da das Werkzeug ab. Und dann schauen wir mal weiter. 92%, ja.
Dann müsst ihr noch IAAM herunterladen, inoffizieller Anomat. Inoffizieller Anomat müsst ihr dir noch laden. Ich schicke dir mal schön den Link, okay? Download. Ich schicke dir direkt den Download-Link, okay? Das sind fast ein Gigabyte nochmal. Ich hoffe, das geht schnell. Der Jonas ist auch da. Nice. Hier auf dem Teamspeak zumindest. Soll ich ihn mal schon hochziehen? Philipp. Pass auf, ich würde was machen. Ich komme gleich wieder hoch. Ja. Na, ja, so geht's auch. So, jetzt sind wir auch gleich wieder hier im Spiel drin. So. Das Schiff ist unterwegs. Gekauft haben wir es. Die Sachen, die Werkzeuge. Und zwar eindeutig Werkzeuge. Wir müssen gleich Eisenprotektion alles ankurbeln. So, da haben wir ein Sohlevorkommen. Da haben wir ein Eisenvorkommen. Und wir haben schon wieder zu viel Holz. Kann man auch schon Eisen? Da ist die Eisenmine. Jetzt müssen wir Tag Power geben. So, da hast du. Hallo? Du kannst den Link nicht öffnen. Wieso nicht? Was hast du jetzt installiert? Hast du jetzt nur Anno 1404 installiert oder hast du Anno 1404 WinHeist installiert? Gut, dann WinHeist, das spiele ich gerade mit dem Mod hier. Klickst du auf den Link? Den ich dir geschickt habe über TeamSpeak. Da komme ich ja nicht mal drauf, das ist für mich kein Ding. Hier, nochmal, das ist ein Link. Dann schicke ich dir nochmal schon den Download-Link, dann haben wir das auch schon wieder weg. Erster GC. So, ist das jetzt auch ein Link? Ne, das ist kein. Ich habe das geöffnet, wo muss ich rein? Gut, das siehst du ja da etwas rechts, das siehst du ja. Ja, da ist ja so ein Bildchen. Da steht Venedig besucht den Orient und bla bla bla. Daneben rechts steht da i.a.a.m. 1404 Version 3.4. Da steht da ein bisschen weiter unten Download. Da klickst du einfach drauf. Und dann downloadest du das. Und installierst das noch. Weißt du, wo dann der Steam-Ordner ist? Ja, bei D. Weißt du auch, wo die Spiele drin installiert werden? In welchem Ordner genau? Ich schon nachgucken. Wenn ja, dann kopiere dir Anno 1404 auf deinen Desktop rüber. Jetzt bin ich an mein Mikrofon dran gekommen. Das soll ich lieber nicht machen. So, jetzt müssen wir noch eine Kühlerei bauen. Die Kühlerei. Damit die Kühlerei. Gibt es ja auch noch mal woanders. Nein, dann nehmen wir hier. Dann lassen wir schön Bäume fällen und verbrennen, damit wir Kohle haben.
So, dann müssen wir noch gleich Werkzeuge hier bauen. Bauen wir noch gleich so ein Gebäude. So, jetzt produzieren wir Werkzeug auf der Insel. Hast du den Ordner gefunden? Weißt du, wo Steam, also wo der Steam-Ordner ist, aber ich weiß nicht, wo der Spieler-Ordner ist. Gut, dann gehst du in den Steam-Ordner rein. Und in den Steam-Ordner gibt es einen Ordner namens Steam Apps. Ja, bin ich drin. Gut, dann gibt es einen Ordner namens Kammern. Da gehst du Das sind rein. die ganzen Spieler. Und da müssen eigentlich die ganzen Spieler drin sein, hoffentlich. Und dann kopierst du dir Anno 1404 rüber auf den Desktop. Gut. Kopieren, nicht verschieben. Denn du hast eventuell später keine Lust, das Ganze nochmal herunterzuladen. Ja, einfach auf den Desktop einfügen. Falls irgendwas schief geht, hast du ja immer noch das Original. Das einfügen. Du klickst einmal auf den Ordner drauf, SRGC und dann ja, oder so. So bauen, Häuser bauen ohne Ende. Da einen Weg, dann da weiter Häuser bauen. So. Und hast du den Mod auch schon heruntergeladen? Okay, das ist eine ZIP-Datei. Eine ZIP-Datei ist eine .exe-Datei. Die .exe einfach auf den Desktop verschieben und dann ja doppelklicken und dann installieren. Dann aber nicht vergessen, du musst dann noch den Pfad zum Ordner auf dem Desktop angeben. Mach mal, wenn es soweit ist. Mach mal, wenn es soweit ist. Minuten, um das alles zu kopieren. Das stimmt was nicht. Was hast du den ganzen German-Ordner genommen? Dann ist da kein Mod. Den kannst du abbrechen. Den ganzen Ordner musst du nicht drüber kopieren. Du musst in den. Ah, nur 14.04 rüberziehen, ja. Das sind 4,12 Giga. Ja. Also bei mir geht's ruckzuck. Ja, dann schaut besser. Bei mir geht's halt ruckzuck. Ah, die waren Kohle noch, also müssen wir dann noch. Andere brauchen auch 3 Minuten fast. Dann werden wir jetzt noch eine Kohlerei bauen. Kann ich sehr lange noch mal Musik hören. Wir können eigentlich auch so einen kleinen Musik im Hintergrund. So, nicht erschrecken, es könnte gleich ein bisschen laut werden. So, OBS. So hört man, ja, man hört mich doch laut und deutlich. Also jetzt habe ich im No Copyright Sound drinne. Einfach Play, einfach Stream von der von dem. So. Ich hoffe, der Chat nervt nicht da oben. Ansonsten kann man den noch ein bisschen kleiner machen.
Dann vielleicht hier hinsetzen. So. Einfach da neben der Karte. Das sollte mir schon nochmal schön aussehen, ob man gut erkennen kann. Ja, man müsste eigentlich gut erkennen, eigentlich. So. Dann sind wir wieder hier im Game. Mit ein bisschen Musik. So. Und es fehlt natürlich auch schon seit einer Dreiviertelstunde ungefähr. Ja, 48 Minuten. Wenn ihr wollt, dass ich ein Let's Play draus machen wollt, dann lasst es mich doch eigentlich auch gerne wissen. Oder ob ich es vielleicht hier mit Philipp Let's Playen soll. Hast du Bock, Philipp? Egal. Ich höre dich gerade leider nicht. Du hörst mich nicht, okay. Das Hallo? liegt daran, dass ich so laut Musik höre. Dann mach mal deine Musik leiser. Nee, es muss mein Kopfhörer ausprobieren. Wieso geht das nicht? Ich hoffe, dass es jetzt nicht rumbackt. So. Ist das Lager hier eigentlich auch groß genug? Ich denke schon. Wie viele schauen noch zu? Es schauen drei Leute noch zu. Und klappt es mit dem ganzen Wisch? Ich tippe eher sogar auf ein Nein, dass wir sogar vielleicht doch noch mehr Fisch brauchen. So. Ja, Stoff alles voll. Nur Fisch fehlt, nur Fisch. Also, meine lieben Freunde, ich bin gleich wieder da. Ich bin nur kurz auf dem Klo. Du kannst die Leute unterhalten, wenn du möchtest. Beams. Hallo. Folgt einem meinem YouTube-Kanal.
Platze ist weg. Soll ich euch ein Geheimnis von Platze erzählen? Platze ist ein kleiner YouTuber. Wir wohnen in Baden-Württemberg. Und wir können jetzt mal ein paar aus dem PS hochziehen. Wie wär's mit Jonesy? Und Philipp, hast Chauncey hochgezogen und tolle Geheimnisse hast du erzählt. Ja, ja, ich mag meine Büffelkopfhörer. Soll ich dir ein Bild machen? Das ist wirklich... ich hab von Tiletronics welche. Aber hier. Meine auch. Ich sehe aber gerade am. So, Bild ist unterwegs. Download ist fertig. Oh, das eine ist fertig mit dem Rüberziehen. Nice, und das andere auch fertig? Erstmal das Spiel speichern und ja, dann weiß ich nicht weiter. So. Er braucht auf jeden Fall noch ein Online-Profil, sonst kann man nicht zusammen zu zweit spielen. Ich glaube, wir spielen einfach hier da weiter, einfach hier weiter, wo ich einfach ein bisschen angefangen habe, oder Philipp? Das ist ja kein Problem, ich bin ja da. Ich dachte, du ziehst den Chance wirklich hoch. Hat nicht funktioniert. Wieso? Hast du keine Rechte? Ja. Macht man so. Hallo Jonas! Jonas? Hm. Hallo! Hab ich rausgezogen? Der ist gerne drin. Ich hab dich hochgezogen. Eine Minute dauert es. Eine Minute, ja. Nice. Sind wir schon wieder fast eine Stunde am Streamen? Ja. Ein kleiner Anruf, 1404 Stream. Mit keine Ahnung, den ich auch mal unten verlinken konnte.
Ja. Drei, zwei, eins. warte mal. So, mein Kanal. Dann mach ich mal kurz Musik aus, dann ja. So, was mach ich mal? Ah, du hast ein Video hochgeladen gestern. So, was du machen musst? Du hast jetzt im Download-Ordner eine ZIP-Datei, Ja, genau. in der eine... Po öffne mal die ZIP-Datei. Ja, Anwendung. Wie bitte? Mit welcher Anwendung? Mit 7-Zip oder so, je nachdem, was du drauf hast. Hast du geöffnet? Die Anwendung. Nein, hast du die .zip-Datei geöffnet? Dann ziehst du die .exe-Datei auf den Desktop. Dauert auch ein kleines bisschen. Machst du einen Doppelklick auf die .exe-Datei. Ja, dann müsstest du es auch noch entpacken, ja. Wenn das dann fertig ist. Warte mal, Spielerprofil. So, Profil löschen. Profil. Anderen Profil erstellen, so. Fertig, dann machst du einen Doppelklick. Wie bitte? Ja, ausführen. Leute, ich starte nur das Spiel nochmal neu, also falls ihr Black Screen habt oder. Ja. Warte mal. Weg, wieder da, hallo? Nein. In den Ordner, den du auf den Desktop vorhin rübergezogen hast. Bzw. also da musst du dann quasi reininstallieren. Aber der Desktop ist. Mach mal ein Bild. Mach mal schön ein Bild. Warte mal kurz, Leute. Ich installiere mir schon das Add-on nochmal neu. Es geht da relativ flott. Dann mach mal die Musik aus. Kann ich sie hoch? Was hast du für eine Musik? Ist von anderen. Hast du Anno gestartet? Also nein. Also ich weiß, was du meinst. Ja, das Installationsprogramm, da ist auch ein bisschen Musik hier im Hintergrund. So, jetzt gehe ich.
ist das Steam-Ordner Steam, Steam-Apps, kann man... Neu. Wo der Desktop ist. Der Desktop ist unter c://user/dein-name/desktop. Nur noch in den M1.14.04 Ordner auswählen und dann da rein installieren. Was? Ja, was ist Philipp? Philipps Desktop an 14.4 existiert bereits. Möchte trotzdem die Installation. Ja. Ja. So, jetzt installiere ich es auch nochmal kurz. Ich starte hier die. Hast du keinen genügend Speicherplatz? So. 3,212. Ah, ich höre jetzt auch die andere Musik. Na, das ist... Warte mal kurz. So, Philipp, fertig? Dann behebt es mal. Irgendwas in ein unnötiges Spiel MD installieren oder so. So, jetzt habt ihr hier wieder die frische Neuinstallation. Jetzt habt ihr hier wieder die frische Neuinstallation vom Anno. So, zu sehen. Verworfene Frames 0. Das Spiel läuft da diesmal wie am Schnürchen. Zugriff zulassen. So. Ja.
Da klappt gerade das nicht bei mir. Hast du schon installiert, Philipp? Dauert noch, okay. So, wo ist jetzt, da ist der Ordner. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen sollte. Eventuell. Starte ich mal an, mal kurz so, schwund. Zwischen über Steam starten. Du hast mir was geschrieben. Du hast mich ertappt. Bei was hast du mich ertappt? Ja, ich will nur kurz das ausprobieren. Ihr habt wahrscheinlich, oh, ihr habt ein Bild? Das wundert mich jetzt allerdings. Nein, wieso funktioniert das scheiß Online-Teil dann immer? Liegt daran, weil ich aufnehme? Beziehungsweise weil ich das Ganze streame? Mehrspielerlokal geht auch nicht. Ja, jetzt geht's. Spielerprofil, Profilverwaltung. Ja, das kommt kurz rein, geswitcht und nur wieder raus. Ich find's komisch. Wechsle ich mal kurz die Szene. So. Dann klappt das Ganze nämlich auch nicht. Alles klar. Dann mal wieder Anno. Na, das läuft auf jeden Fall ganz flott. Jetzt ist der Bildschirm ausgegangen. Wieder anmachen. Jetzt ist Philipp auch noch weg. So, jetzt habe ich es deinstalliert. Jetzt sollte ich schon das ganze Spiel nochmal installieren. Das kann jetzt auch wieder 5 Minuten ein bisschen dauern, aber ja, wir sind da gleich wieder soweit. So. Ja.
Ja, in 4 Minuten, 3, 4 Minuten ist installiert. Müsst dann hier noch runter auf, ja, gute 3 Minuten. Jetzt sind wir wieder bei 15 Megabyte pro Sekunde. In 3 Minuten und 30 Sekunden habe ich es runtergeladen. 3,4 GB, das geht ja noch klar, finde ich. Und Willep, ist er wieder da? Nein, ist er nicht. Dann gehe ich jetzt mal in die Laber-Ecke. So, Hallöchen, willkommen im Stream. Deutsche Bahn. Johnny, das ist nur da, dass die Turbos aktiviert sind, fertig. Also. Okay, du streamst also? Ja. Okay. Okay. Ich darf Lukas seine komischen Wörter nicht immer benutzen. Ja, auch benutzen. Du bist doch viel schlimmerer, ja. Jetzt sei du mal ruhig hier. Warte, wo bist du genau? Ich bin nicht. Der stumm. Ich bin in dir. Okay. Kannst du die abgeben? Danke. Ich hab mir dein Bauwerk. Der kommt mit. Bin ja mit dem So. Video beschäftigt. Ich bin aktiv. Was brauchst du da? Das wird der Anfang der Stunde und dann wird es weitergehen. Soll ich irgendwas bauen für dich? Ja, ich brauche schon Hilfe, Lukas. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Link öffnen, den ich euch geschickt habe. Ja, das ist der Link zum Stream. Okay. Allerdings, ihr seht ihr gerade eh nur. Wie bitte? Wie viele Leute sind da? Eins, zwei Leute sind da. Okay. Vorhin waren es vier. Ich dachte so 250. Das ist ja krass. Bei mir noch nicht. Das wird aber wahrscheinlich irgendwann mal was. Vielleicht kommen, vielleicht auch nicht, je nachdem. So, jetzt ist, ich habe gerade ein paar Probleme mit Anno. Ich habe es schon deinstalliert. Jetzt lade ich mir das Spiel komplett wieder runter. Und darum bin ich auch kurz hier. John, wenn du wirklich helfen willst, könnte ich mir Bäume fällen. John, Bäume. Okay. Ich muss sowieso Bäume fällen für Lukas. Luca, ich kann dir mal. Du kannst vier Bäume fällen, diese 4x4 Bäume. Ja. Oder die hier, oder? Geht denn auch die hier? Ah, die will ich überbleiben lassen, aber egal. Ja, okay, die muss ich auch für Lukas farmen, nämlich. Ne, John, sie ging. Lukas, was John, sie kommen mal. Was ist Lukas? Wir bauen Ach du noch Scheiße! vielleicht noch zu bauen da noch eine Station. Ja, kommst du erstmal vorbauen, ich baue dann mal. Ich baue So. mal. Eine halbe Minute noch. Ja? Vom Server? Ja, der Wachstum. John? Ein bisschen höher gestellt. No. Okay, also das sollte nicht passieren. Ist aber passiert, naja. Ist es schlimm? Und Jonas, wann kaufst du die Spiele? Mal gucken. Wollte Mal noch gucken. mal. Das könnte ich doch bauen. Hast du das Geld schon? Hast du das Geld schon, Jonas? Ja. Hast du die als Steam-Karte oder? Normales Standardgeld oder Ach sonst was. Ich so. kann das nur Fettoschi, ich durch hab den dir was Code eingeladen, eingeben. okay? Jonas. So, jetzt wird es gleich ein bisschen laut. Übrigens, ich hab ne fast automatische Holzfarm. Also, ihr müsst eigentlich nur AFK hinsetzen und Setzlinge platzieren. Und das Holz wird dann. Ah, ja.
Nur von Eiche. Fichte und so funktioniert nicht. Was? Von Eiche. Warte kurz. Der ist einfach gegangen. Ich weiß nur nicht wieso. Nur für Eiche bis jetzt, aber ob es mit Fichte funktioniert, das weiß ich nicht. Fichte habe ich schon. Dann kannst du mal, wenn es mit der Fichte geht irgendwie, dann kannst du dich versuchen, mich mal dran zu setzen, morgen oder so eben dann, weil vielleicht werde ich dann für Fichte, wenn es klappt, dann gut, wenn nicht, dann ist Pech. Wenn es dann klappt, kannst du dich, keine Ahnung, morgen nach der AFK einfach hinstellen und Setzlinge platzieren lassen. Das Holz wird auch automatisch abgebaut und wird dann auch einsortiert. Das wollte ich gerade fragen. Das Lagersystem. Ja. Jein. Was braucht ihr? Braucht ihr Eisen? Was heißt jein? Was ist? Nachdem ich hier für dich den Baum abgefällt habe, bin ich wieder beim Lukas. Ist okay. Ich komme gleich wieder. Nein! Ich dachte, du farmst jetzt komplett alles nur als Platzspieler und farmst ab. Ja, ich farme hier gerade den Baum ab. Ja, ich hab da ja noch Setzlinge und Knochen dir gegeben, damit du Eis abbaust, dann wieder hinsetzt, Setzlinge und mit Knochen bildest. Nein. Warte, lass mich erstmal kurz noch die Fuhre zur Lukas-Trinne bekommen. Das wäre wahrscheinlich für mich und Lukas besser. Ja, aber das ist für beide. Ja, das ist auch voll. Ja, deswegen gehe ich jetzt dazu. Aber Marcel, ich hätte dir auch Holz geben können, weißt du, ich meine. Ja, wir brauchen mehrere Stacks, Alter. Allein ich brauche 22 Stacks. Das denke ich auch riesig, deine Baubau. Ja, unser Baubau, ich meine schon. Jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Ich habe es jetzt noch installiert und funktioniert nicht. Der Multiplayer-Modus funktioniert nicht. Keine Ahnung, wieso. Von was? Ja, von Anno. Oh. Ich habe zwar auch Anno drauf. Vielleicht kann es auf anderen Accounts. Was für ein Anno hast du? Ich hab das neueste, dieses Anno 2. 2205? Ja. Das hat keinen Multiplayer. Okay. Ich hab Anno 2205 hab ich auch. Dann hab ich noch Anno 2070, Anno 14.4. 14.4 ist echt da. Ja, aber ich. Aber meine Erwartungen, meine Sicht und Erwartungen in Anno 1800, die sind weitaus höher als Anno 14.4. Also, was ich da schon gesehen habe, die Erwartungen, die habe ich da ganz da oben auf meine Messlatte gesetzt. Das Spiel, mit was ich gesehen habe, es muss besser werden als Anno 14.4. Ansonsten ist es kein gutes Spiel. Ist ja das Strategiespiel, was man mir aufholen soll, gell? Ja. Naja, ist eh ein Aufbauspiel. Aber auf alle Boxen schon Aufbauspiel. Ja. Was heißt das Aufbauspiel? Ja, da baust du halt dein Reich auf. Genau, ja. Du hast ein Kontor, dann steigst du auf, dann tust du Handelsschläfen, dann neue Gebiete kennen, du setzt Inseln, du schadest rein beim Orient und dann hast du immer Kontor und Und Krieg kannst du auch noch führen. Krieg kannst du auch noch führen, Jonas. Ist es besser als Stronghold Crusader? Scheiße, Stronghold. Auf jeden Fall. Das Spiel ist neuer, das Spiel hat eine tausendmal bessere Grafik. Ja. Also packt das mein PC, hoffentlich. Eventuell auf den niedrigsten Einstellungen, so wie ich es gerade streame. Hm. Denn ansonsten wird es bei mir lecken, weil ja noch Aufnahmeprogramm, das Spiel nebeneinander noch alles beides laufen. Ansonsten ohne Aufnahmeprogramm würde ich auch auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können, bei 60, 70 FPS. Also ich kann halt über die Hitze aber wenn ich noch daneben habe, nicht spielen. Also wenn ich zum Beispiel
mein Haus jetzt irgendwas Internet ziehen würde, zum Beispiel ein Handy, könnte ich nicht komplett flüssig spielen. Wieso? Hä? Wieso? Geht nicht. Keine Ahnung warum. Wenn du offline spielst, dann ist es scheißegal, ob man das Handy im Internet ist. Ja, ist halt so. Keine Ahnung. Das stimmt nicht, das kann gar nicht sein. Außer du spielst online. Dann mach doch einfach, mach doch das Internet aus, wenn du das spielst. Auf den niedrigsten Einstellungen leckt das, oder? Auf den niedrigsten Einstellungen. Okay. So teilweise. Ja, was ist Jonas? Das wollte ich dir erzählen, ich hab die Powerline abgekauft. Für wie viel? Weiß ich gar nicht mehr, nicht mal 100. Nicht mal 100? Weiß gar nicht, wie viel ist der Standardpreis, wenn du mit 20 Euro kriegst? Ja, kommt drauf an, was für eine Qualität hast. Billig natürlich 20, billig 20, 30 Euro, Qualität 60, 70 Euro. Also, ich glaube, die Powerline war sowieso gebraucht. Außerdem sind sie gebraucht. Ist ein guter Preis. Außerdem, die ist ja von Fritzbox. Von AVM ist der ja. Und die sind immer gut. Also, du kennst doch meine. Ja, du hast doch mir ein Foto geschickt. Mal. Ich hab dir doch. Ist er einer von AVM und Fritzbox? Da kann man nichts falsch machen. Weil Nico Wedel fand das ein bisschen kritisch. Ja, natürlich, Powerline ist die allerletzte Möglichkeit, was man auch in Betracht ziehen kann, denn, ja. Hey, Landkabel, so wie ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, gefühlt, es setzt mal schlussendlich mal einen Rechner und Router sind gefühlt 100 Meter Landkabel dazwischen. Hier oder wie? Ja, gefühlt, aber das sind nur 20 Meter, das Kabel ist nur 20 Meter lang. Und es kommen an fast 130 Mbits. Gar nichts, Alter, ich hab 400 K an, bei mir kommen auch 400 K an. Ja und, bei mir kommt auch mehr an als normal. Das kann ich. Ich kann das toppen. Aha, okay, dann sag mal. Tja. Warte. Ja? Könntest du mir helfen und diese Monster da fernhalten, während ich jetzt. Achso, warte mal, du bist. Wieso schickst du jetzt ein Bild von der Powerline Adapter? Ja, und wie ist die Internetverbindung? Ist die gut, ist sie schlecht? Internet? Was kommt an? Was habt ihr gebucht? Also eigentlich eher schlecht. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir bekommen so 12 Mbit an. Ja, das ist ja auch noch in Ordnung. 12 Mbit an und was hat er bestellt? 16 Mbit oder? Okay, dann ist er gut. Dann kommt das an, was ankommen soll. Und du, Lukas, wenn ich dann auch eine eigene Wohnung habe und mein eigenes Geld verdiene, hol ich mir auch eine 400K-Leitung ins Haus. Ja, ich weiß. In der WG ist da in Ordnung. Der Wunder auch wieder zu dritt, zu viert, da benutzt auch wieder jeder Internet. Naja, oder ich, je nachdem, was ich dann bekomme, je nachdem, was für ein Anbieter dann da ist, eventuell habe ich auch direkt Glasfaser ins Haus. Dann wird's geil. Ja. Dann wird's. Ja, guck mal. Unsere Stadt, hier, wo ich wohne. Alter, das öffentliche WLAN-Netzwerk, das ist ein Traum. Wieso? Marcel. Öffentliches, das WLAN-Netzwerk ist, das WLAN, ist das öffentliche WLAN, hier in der Stadt, wo ich wohne. Ja. Funktioniert natürlich alles über Glasfaser erstens. Auch geil, der Ping ist sowas von niedrig, der ist meistens immer unter 10. Als ich diesen Test gemacht habe, lag der bei 3, 4. Und der selber, der war in Ulm.
Und angekommen sind über 100 Mbits und im Upload waren es dann auch noch was um die 80, 90. Mein niedrigster Ping war. Das war ja mal mega geil. Im Download öffentliches WLAN-Netzwerk. Im Download 100 Mbits ungefähr grob und im Upload. Der ist auch nochmal abgegangen wie Sau. Mit 80, 90. Und das sind. Der Upload ist besser als bei mir zu Hause, aber der Download ist bei mir immer noch besser. Bei welchem Anbieter seid ihr? Oh, Unity Media. Nein, ich meine Platte. Ja, Unity Media. Achso. Uschi, schaffst du es doch zu überleben? Ja, ja. Ich hab schon den vierten Baum weggehackt. Marcel, wenn ich die Endstation gebaut habe, dann kriegst du das Holz, dass ich farme, okay? Okay. Schatze? Ich kann dir jetzt ein genaues Ergebnis sagen, wie es war. So, der Download, der war doch nur bei 50 Mbits. Der Download, bei 47,66 Mbits. Der Upload mit geschlagenen 102,51 Mbits, ein Ping von 5. Und der Server stand in Ulm. Alter. Das ist das öffentliche WLAN-Netzwerk von der Stadt. Ja gut, ich muss dazu sagen, das war abends, 19:20 Uhr und ja, es war ein Sonntag. Stärker ausgelastet. Also weniger Leute drin. Ja, aber. Aber das ist doch auch krank. Ein öffentliches WLAN-Netzwerk. Vor allem das Beste ist. Vor allem, das war ja auch nur WLAN. Vor allem das Beste ist, wenn man da in der Nähe wohnt und einmal das WLAN ins Haus bekommt, müsste man eigentlich gar keinen Internetanschluss ins Haus bauen lassen oder nichts buchen und benutzt man einfach das öffentliche Netzwerk. Ja. Ja, aber dann ist, ich weiß nicht, wie es dann wiederum mit der Sicherheit ist. Da war vielleicht so ein privates schon gut, aber das muss auch nicht super schnell sein. Wenn du mal kurz was komisches runterladen willst, gehst du schon in ein öffentliches Netzwerk rein und lädst du da schon runter. Oder so. Und Online-Banking oder so kannst du ja zu Hause über das private WLAN machen, wo du keine Ahnung, vielleicht du 5 Mbits hast oder so für 5 bis 10 Euro im Monat. Dann kannst du trotzdem noch Highspeed ausnutzen. Den Rest brauche ich. Lukas, ich komme. Mach das. So wie es aussieht, kommt der Philipp nicht mehr. Ich hab ein Stack. Fichtenholz. Ich glaube, das müsste reichen, oder? Ja. Soll ich die gleich zu verbraten zu. So, meine Freunde, das war's dann auch heute mit diesem, ja, schönen, etwas längeren Stream mit anderthalb Stunden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns eventuell, keine Ahnung, in den nächsten Tagen mit einem neues Anno 1404 IAM Let's Play. Ich freue mich drauf. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.